Ja, dann machen wir einfach unser eigenes Hollywood mit AI und Stable Diffusion anstatt mit Koks und Nutten. Das ist doch eigentlich ein gutes Äquivalent dafür. Wie viele Tokens habe ich denn gerade verbraucht? Das ist so schwer, so viel zu verbrauchen. Das ist absolut scary, weil das der erste Schritt von der sogenannten technologischen Singularität in meinem Kopf zumindest so ist. Ab dann ist halt wirklich unser Schicksal nicht mehr in unserer Hand. Willkommen! Ich habe selbst keinen richtigen Plan, wie immer bei diesem Thema, sondern wir gehen einfach Sachen durch. Und das, was interessant aussieht, darüber reden wir ein bisschen, ne? Meinung zur Snapchat AI. Basically ein guter GPT-Klon. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch auf GPT laufen wird, aber sehr, sehr gut instructed ist einfach. Aber obwohl, ich weiß es nicht. Snapchat kann ich honestly auch zutrauen, dass sie selbst eine haben. Ist halt übel, übel geil für die Szene an sich, weil dadurch, dass Snapchat so nah am Consumer ist und nicht so technisch komplex und sowas, verstehen alle, was es ist und übel viele benutzen das. Das heißt, es ist ein gutes Ding an sich, um an sich ranzukommen, an die Leute mit dem Thema. Also, das ist sehr, sehr cool. Ich warte auf eine AI, die meine scheiß Taxes macht. I don't have to pay taxes. Also, als Arbeitnehmer gibt es ja inzwischen schon recht gute Steuersoftware, oder nicht? Also, da bin ich nicht drin, weil ich kein Arbeitnehmer bin, sondern ich werde vom deutschen Rechtsstaat regelmäßig in die Komplexitätsfalle gefickt. Du hast einen AI-Account. Ja, aber also das ist mein Twitter-Account, aber den mache ich nicht, weil ich da irgendwas tweete. Ich werde absolut nichts auf diesem Account tweeten, @airphonicsai. Den habe ich nur gemacht, damit ich nicht mein Algo auf meinen anderen Accounts ruine, damit ich eine For-You-Page habe, auf der ausschließlich AI-Stuff kommt. Ich will nicht auf meinen anderen Twitter-Accounts ausschließlich AI-Stuff haben. Ich will auf meinem Krypto-Account Krypto-Stuff haben und auf meinem Airphonics-Mango-Account will ich Content-Stuff haben. Aber ja, wie gesagt, ich hatte erwähnt, ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, nicht? Ich würde gerne mit was anfangen, wo ich noch gar keine Ahnung habe. Ihr wisst doch, was wir letztes Mal so Präsentationen gemacht haben mit AI. Es gibt eine neue Präsentations-AI. Ich klopfe mich da einfach mal eben kurz ein und dann erstellen wir wieder zu irgendeinem unfassbar dummen Thema eine neue Präsentation und guck mal, was die AI draus macht. Bitte eine Präsentation, warum Bienen gute Postboten sind. Das klingt doch sowas von valide. Why bees are better mammals. Another advantage of using bees as mail carriers is the ability to communicate with one another. Through a series of intricate dances and pheromone signals, bees can convey information about the location of mail drops and other important details. This communication system is highly effective and allows for seamless coordination among the bee workforce. Finally, bees are incredibly reliable and dedicated workers. They will work tirelessly to deliver mail, regardless of weather conditions or other obstacles. Okay, der macht da weitaus mehr sinnige Sachen draus als die anderen. Junge, das ist auch AI-generated! Die Bilder. Okay, das heißt, okay, wie kreativ können wir werden mit dir, ist die Frage. Was ist, wenn wir eine Page haben möchten auf Deutsch? Warum hat der Fuchs die Gans gestohlen? Natürlich gibt es viele Räuber und Beute. An dieser Räuber ist der Fuchs, der oft versucht, Tiere wie Hühner oder Gänse zu stehlen. Aber warum tut er das? Der Fuchs stiehlt diese Tiere nicht nur zum Spaß, sondern weil er sie als Nahrungsquelle braucht. Ach so, hätten sie das mal gleich gesagt. Dann wäre alles klar gewesen. Ey, aber die sind ja auf Deutsch übel gut. Das ist die erste Präsentations-AI, die auf Deutsch gut ist. Viel zu viel Text auf der Folie, das finde ich auch. Viel zu viel Text, ohne Frage. Also das Schema, wie er es erstellt, ist halt schon sehr deutlich. Er hat keine andere, vielleicht sowas? Okay, dann testen wir jetzt mal, ob er Internet Access hat. Kann er das? We're in the same picture. This is basically the same picture. With a focus on sustainability and environmentalism. Okay, kein Internet Access also. She uses her platform to spread awareness. Junge, der hat nicht nach meinen Pronouns gefragt. I can use this in a funny way because I actually respect that topic. Thank you. Remains humble and dedicated to her craft. She constantly puts out. Okay, also in consideration of dem, was im Text steht, ist das Bild gar nicht schlecht. Aber trotzdem scheiße. Junge, der ist mit den Händen auch ganz böse. Also das ist legit Vanilla Stable Diffusion. Das sieht man auch richtig. Create presentation about. Okay. Wir können eine ganze Präsentation. Why humans should avoid meeting Shaco players in real life. Shaco players in Klammern Champion from League of Legends. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Beware the jester. Why meeting Shaco players in real life is a risky business. Introduction, deception, manipulation, violence, conclusion. We're in for a treat, Alter. Shaco the Demon Jester is the champion from League of Legends that has gained notoriety for its mischievous and unpredictable nature. While encountering Shaco in-game can be challenging, meeting a Shaco player in real life can have even more dire consequences. In this presentation, we will explore the reasons why humans should avoid meeting Shaco players in real life, including the tendency towards deception manipulation. Shaco players are known for the ability to deceive and manipulate their opponents in-game, and these skills often translate into a real-life interaction as well. Aha! Echte Shaco-Spieler sind wie Shaco. They may present themselves as friendly and harmless, but beneath the surface lies a dangerous and unstable individual.
There it fucking is. Dangerous and unstable individual. Meeting a Shaco player in real life means risking falling victim to their tricks and mind games, which could have serious consequences for your personal safety and well-being. Shaco players are also skilled at manipulating their surroundings to their advantage, using distractions and misdirection to achieve their goals. In real life, this could mean setting traps or luring victims into dangerous situations. Their ability to control the environment and those around them makes them a formidable opponent, one that should be avoided at all costs. So true. Violence. Das sieht sehr violent aus, muss ich sagen, ja. Perhaps the most concerning aspect of meeting a Shaco player in real life is their propensity. The fuck is denn propensity, Alter? Neigung. Shaco is known for his deadly attacks, ability to quickly take down opponents. In real life, Shaco players may resort to violence if they feel threatened or challenged. Oh mein Gott. The unpredictable nature and his willingness to use force makes them a danger to anyone who crosses their path, and it's best to avoid them altogether. Also auf Unterhaltungsskala verbesserungswürdig, insgesamt aber schon sehr gut. Ja, in einer anderen News, ja. Ihr erinnert euch vielleicht letztes Mal, dass ich euch ein Tool gezeigt habe, AutoGPT, das quasi auf, das ich in der Virtual Machine installiert hatte, das quasi GPT, ChatGPT mit Zugriff aufs Internet war, das ich immer wieder selbst weitergemacht habe, ne? As it turns out, es war bisher sehr kompliziert, das aufzubauen. Jetzt hat jemand sich gesagt, boah, da kann ich ein Produkt draus machen. Introducing GodMode.space. GodMode.space ist basically AutoGPT, aber einfach nur online, ohne die Mühe für euch. Alles, was ihr tun müsst, ist ein API-Key eingeben, damit das über eure Tokens läuft. Und dann könnt ihr denen alles sagen, was ihr möchtet. Also theoretisch ginge alles. Theoretisch könnten wir ihm sogar sagen, keine Ahnung. Find out what streamers are streaming League of Legends in Twitch Germany and analyze their streaming hours to find a perfect time where there is little competition. Das Ding kann mit dem Internet interagieren und für euch Sachen rausfinden und recherchieren und so weiter. Das ist weitaus weiter. Der kann Webseiten browsen, der kann Sachen rausziehen. Collect list of streamers of Streaming Legends on Twitch Germany. Gather data of streaming hours. Analyze the collected data to determine optimal time for streaming with minimal competition. Launch. Bam. And now he just does it. Ich habe ihm jetzt direkt hier mit dem Knopf 10 Minuten einfach bam 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 gegeben. Der verbraucht jetzt im Hintergrund quasi Tokens bei mir mit meinem OpenAI Account. Und jetzt fängt er einfach an. Jetzt fängt er an zu googeln. Jetzt fängt er an rauszusuchen. Jetzt fängt er an zu vergleichen. Und ich würde es mal, ich habe es noch nie so richtig probiert. Ich habe es mit so einem Shit-Thema wie Meme-Coins probiert. Mal gucken, ob da was Gutes bei rauskommt, weil am Ende schmeißt er dir auch Dateien raus. Das ist absolut crazy. Ein Master Yi-Bild, welches auf den Spielstyle von Airfax mal bzw. Don't Give Me Yi passt. Meinst du das? Oh, vielleicht könnte er das. Keine Ahnung, einfach mal auszuprobieren, was er damit macht, wa? Die verbrauchen jetzt scheiße viele Tokens im Hintergrund. Aber er funktioniert halt einfach. Es ist wirklich AutoGPT, aber halt im Online. Das heißt, der fängt jetzt hier einfach an, fängt an zu googeln. Jetzt hat er schon Streamer gefunden. Jetzt fängt er an, die Streaming-Hours zu analysieren. Also der kann jetzt keine Magie betreiben, ja? Der weiß sich plötzlich Sachen, die wir nicht wissen, sondern auch der kann nur durchs Internet suchen. Also solche Tasks sind eigentlich nicht gut für den. Was zum Beispiel gut wäre, ist, ich werde zum Beispiel demnächst eine TXT-Datei mit all meinen Tweets brauchen. Dafür ist sowas insane. Anstatt, dass ich irgendwie mich durch das durchkopieren muss und oh, da ist scheiße und hier ist scheiße, dafür ist das gut. Ich habe noch ein paar Sachen geliked, die interessant waren. Ja, ein paar Gen Runaway, ja, wir haben uns letzte Woche, was heißt letzte Woche, vor zwei Wochen, vor drei Wochen, haben wir uns Runaway Gen 2 angeguckt, die Videoerstellungs-AI, und da sind jetzt die ersten Leute, die so richtig ausführliche Videos damit erstellen. Und auch wenn man ganz deutlich noch sieht, ja, dass es AI generiert ist, finde ich das für einen Fortschritt insane. Das ist schon wild, dass es sowas jetzt schon gibt. Das ist schon, also, dass sowas jetzt geht, das ist obviously, ist das objektiv nicht gut, nicht vergleichbar mit menschlich produziertem Content. Aber dass wir innerhalb von einem Jahr von absolut unwatchable Videos zu dem gekommen sind, nicht mal ein Jahr, ist dumm. Das hier übrigens, darüber habe ich heute auch mit ein paar Leuten gesprochen, das hier, das sieht nach nichts aus, aber das hier ist one of the craziest fucking things that happened in the last week. We applied GPT-4 to interpretability, automatically proposing explanations for GPT-2's linear neurons and for neurons responding to concepts like signals, blah, 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 blah. Buzzwords, AI, da, da, da. Was steht hier eigentlich? Dass sie GPT-4 Zugriff auf GPT-2 gegeben haben und deren Trainingsdaten und gesagt haben, hey, was können wir daran besser machen? Das ist absolut scary, weil das der erste Schritt von der sogenannten technologischen Singularität in meinem Kopf zumindest so ist. Die technologische Singularität bezeichnet den Zeitpunkt, an dem AIs
schlauer werden als Menschen und sich selbst fortbilden können. Also sich selbst besser machen können. Ab da wird der technische Fortschritt halt einfach explodieren. Logischerweise ist das dann nicht das hier, ja. GPT-4 kann jetzt nicht plötzlich GPT-2 besser machen als ich selbst. Aber die Tatsache, dass man damit anfängt, dass man jetzt GPT sich selbst trainieren lässt sozusagen, um das, oder also ich denke, das ist ein Science-Experiment, finde ich absolut wild. Imagine, vor 6, 7, 8 Monaten haben wir noch nicht mal drüber nachgedacht, was wäre, wenn, keine Ahnung, wenn AIs unsere Car-Production-Lines übernehmen und das passiert einfach gar nicht. Stattdessen fängt jetzt schon AI an, sich selbst zu verbessern oder sowas. Also, die Kontakte sind auch länger. And that's the existential risk neuron. You just turn it off and you're safe from us. Also an der Stelle ist halt wirklich, wenn es jemals zu diesem Punkt kommt, wo er sich selbst schneller verbessert, als wir Menschen sie verbessern oder irgendwie kontrollieren, dann ist halt wirklich das Schicksal nicht mehr in unserer Hand. Zumindest im Titel steht, dass es nur ums Verständnis geht. Verbesserung steht da nicht drin. Nee, das stimmt. Ich habe das gerade versucht zu formulieren. Das verbessert jetzt nichts, aber es muss ja trotzdem das verstehen, weißt du? Und die Tatsache, dass es das versteht, reicht ja als dass, wenn es den Zugriff hätte, es theoretisch verbessern könnte. Es verbessert es jetzt auch nicht aktiv, so habe ich es auch verstanden. Also sie lassen es jetzt nicht auf GPT-2 los, weil da haben die, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Aber das Konzept dahinter ist nichtsdestotrotz, AI verbessert sich selbst. Deswegen bin ich immer nett zu meinem Toaster. Ich bin tatsächlich auch unironisch immer nett zu ChatGPT. Ist mir egal. Also, I'm friendly. Alternativ, momentan findet man überall auf Twitter und so Nachrichten mit, oh ja, ChatGPT ist jetzt old news, AI Chrome Extensions are now leading the way. Basically haben einfach nur ein Haufen Leute angefangen, AI-Stuff in Chrome Extensions zu packen. Ich habe noch nichts gefunden, was mich so richtig abgeholt hat. Bestimmt Sachen, die für gewisse Anwendungsfälle praktisch sind, aber, ja, okay, guck mal, sowas ist zum Beispiel cool. Dass du auf eine Website gehen kannst und dann holt er sich quasi das da raus, oder was? Ja, okay, ist auch nur text-based. Ja, I see. Aber halt mit Internet Access. Die Writers Guild of America verlangt in ihrem Streik ja auch, dass in Hollywood keine AI benutzt wird. Ja, dann machen wir einfach unser eigenes Hollywood mit AI und Stable Diffusion anstatt mit Koks und Nutten. Das ist doch eigentlich ein gutes Äquivalent dafür. Ja, sind die hier zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Du bist in einem Terrible Loop stuck. Retry Fetching Streaming Hours. Data seems incomplete. Was, wo bist du hier stuck? Ach du Scheiße, du bist auch mies am Loopen. Wie viele Tokens habe ich denn gerade verbraucht? In Geld ist es nix. Ja, es sind 69 oder 68 Cent, die ich heute jetzt verbraucht habe in den letzten 30 Minuten. Aber das ist so schwer, so viel zu verbrauchen. Ja, okay, aber das ist zum Beispiel so ein, das war für das Ding jetzt einfach schon zu kompliziert. Ja, aber damit bin ich eigentlich auch schon wieder am Ende meiner Themenliste. Das waren auf jeden Fall die spannenden Dinge, die ich so beobachtet habe in letzter Zeit.